meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer etwas besonderen, zu einer etwas anderen Folge heute. Ich wollte heute euch einfach mal ein ganz kurzes Feedback geben über das neue Projekt Life is Feudal MMO. Denn da ist im letzten Livestream relativ viel drüber gesprochen worden und ich wollte das eigentlich da rausnehmen, dachte mir aber dann, das können wir noch irgendwie geiler machen. Und zwar schnibbel ich das jetzt zusammen. Im Großen und Ganzen geht es eigentlich darum, wir bauen dort gerade so eine kleine Gemeinde auf, die wird auch, die wächst und gedeiht auch. Gerade auf unserem Discord könnt ihr gerne mitmachen. Link dazu ist in der Videobeschreibung an der Stelle. Und ihr könnt auch gerne, wie gesagt, euch da einfach mal melden, einfach mit den Leuten, die schon mitmachen, mal schnacken. Ich habe aber jetzt währenddessen, ich war nicht untätig, ja, viele sagen ja immer, ach Zwerg, du machst ja eigentlich gar nichts, ne? Ist Quatsch. Na, ich habe eigentlich für euch nämlich noch was ganz Cooles, für alle, die das Spiel jetzt noch nicht gekauft haben und sich's aber längere Zeit schon überlegt haben, seit die Ankündigungen jetzt draußen sind, gibt's jetzt noch ein total geiles Feature, das ich von den Entwicklern zur Verfügung gestellt bekommen habe, nämlich ich poste euch den Link zur Shopseite hier unten drunter rein und schreibe euch dazu noch einen Rev-Code, den könnt ihr einlösen, damit kriegt ihr das Spiel 5% günstiger, als es aktuell im Handel verfügbar ist. Das Ganze geht noch bis Mitte März. Also ihr habt auf jeden Fall, wenn jetzt diesen Monat klamm ist und nächsten Monat auch, habt ihr auf jeden Fall die Chance noch bis März euch eben Life is Feudal MMO zu organisieren. Und ja, ansonsten, was Life is Feudal eigentlich ist, das zeige ich euch jetzt. So, ziemlich geil das Ganze eigentlich auch alles und ich muss sagen, mega, mega. Es macht nicht nur Spaß, es macht sogar süchtig. Ich war die letzten Tage oft damit beschäftigt, einfach mal 5 Minuten reinzugehen, hab festgestellt, nach 1,5 Stunden, ich sollte doch nochmal aufnehmen gehen. Ja, das ist jetzt halt alles ein bisschen knapp geworden auf den letzten Tage. Ihr habt es ja auch an den Video-Uploads gemerkt, aber die werden sich jetzt normalisieren. Ich werde jetzt ein bisschen mehr mich auf meine Videos wieder konzentrieren, aber natürlich auch jeden Abend schauen, dass ich ein halbes Stündchen in Life is Feudal online bin und damit natürlich auch auf dem Discord-Kanal. Das heißt, wenn ihr mit mir mal ein bisschen Rundchen quatschen wollt, kein Problem, könnt ihr jederzeit gerne tun. Einfach auf den Discord joinen, da bin ich unten im Life is Feudal Gemeindechat unterwegs. Ja, meistens auch so ein bisschen, weil es gibt doch recht viele Planungen. Für alle Neubürger, das ganze Projekt startet quasi am 2.2. offiziell. Wir haben aktuell eine Vorhut am Start. Die ist gerade unterwegs, um quasi den Leuten, die am 2.2. dazustoßen wollen, dann auch schon Essen bereitstellen zu können. Das ist momentan ein bisschen aufwendiger, denn unser Ackerbau funktioniert noch nicht ganz so, wie er soll. Und wir haben ein bisschen Probleme mit der Nahrungsbereitstellung. Aber hey, Freunde, ganz easy, das kriegen wir hin. Das kriegen wir alles locker flockig hin. Gibt der Sache einfach ein paar Minütchen Zeit. Wenn ihr schon mitmachen wollt, überlegt es euch gut. Momentan ist ziemlich viel
Nahrungsbewirtschaftung einfach am Start, damit unsere Felder erstmal anlaufen. Es ist auch aktuell gerade Winter auf der Karte und unsere Nachbarn haben uns zum Glück noch in Ruhe gelassen, wie lange das allerdings der Fall ist. Die haben schon durchscheinen lassen, dass ihnen eine große Gilde nebendran vielleicht nicht ganz so das Schönste wäre, was sie sich jemals vorstellen können. Wir haben da schon diplomatische Beziehungen aufgenommen, aber ich weiß nicht, ob das lange Zeit gut geht. Also wie gesagt, wenn ihr da Bock drauf habt, stellt euch drauf ein. Ihr müsst über diese riesige Serverwelt erstmal drüber laufen. Manche schaffen das in einer halben Stunde, Stunde. Manche brauchen da aber auch schon deutlich länger dafür. Also wir hatten auch schon Leute, also ich glaube, ich habe 4-5 Stunden Dauermarsch in Kauf nehmen müssen, bevor ich überhaupt erstmal bei der Siedlung war. Aber wie gesagt, soll uns jetzt erstmal nicht stören, wenn euch dieser Trailer schon mega gefallen hat. Wenn ihr Bock drauf habt und wenn ihr sagt, das ist genau das Ding, was ihr euch schon immer vorgestellt habt für ein Community Together, habt ihr jetzt die Gelegenheit, voll einzusteigen. Wie gesagt, einfach im Discord mal kurz melden, dass ihr Bock drauf habt, dass ihr mitmachen wollt. Wenn ihr das Spiel noch nicht habt, schaut in die Videobeschreibung rein. Da kommt auf jeden Fall der Link rein, wo ihr auf die Seite von den Entwicklern, da könnt ihr das Spiel auch jetzt schon vorab, auch wenn es auf Steam noch nicht verfügbar ist, schon kaufen. Und dann mit Steam verlinken wahrscheinlich. Irgendwie wird das gehen, keine Ahnung. Wenn ihr schon Life is Feudal Your Own habt, dann könnt ihr zumindest im aktuellen Zustand, haben mir viele Leute gesagt, dass es wohl geht, dass ihr... auch aktuell noch, wenn ihr Life is Feudal Your Own gerade noch kauft, frisch kauft, könnt ihr auch einen freien Charakterslot euch gleich mit übernehmen. Das ist auch eine Möglichkeit. Wie gesagt, schaut auf die Seite der Entwickler, da gibt es ein paar Möglichkeiten noch für Premium-Kandidaten. Was ihr wollt, könnt ihr dort machen. Ansonsten, ich wundere mich gerade, dass meine Haare ziemlich durcheinander sind, macht aber nichts. Ja, da soll das Video jetzt erstmal dich stören. Ich muss zum Friseur. Hilft alles nichts mehr. Guti. Also, wenn ihr Bock drauf habt, bei der Community-Aktion dabei zu sein, rein mit euch in den Discord. Da geht nämlich die ganze Action und dann entscheidet euch für eure Zunft. Was auch immer ihr sein wollt, ihr könnt es bei uns sein. Und viele Amtssachen sind noch zu besetzen, also ihr habt da noch die Chance, richtig gut in dem Spiel mit weiterzumachen. Wie gesagt, wenn ihr Bock habt, 2.2. ist offizieller Start. Die Vorhut ist momentan ein bisschen begrenzter, weil eben keine Nahrung da ist. Aber wenn das besser wird, dann werden wir das häufiger tun, dass wir auch dann noch neue Leute hinzufügen werden und ja, gucken wir mal, wo die Reise dann hingeht. Ansonsten wollte ich euch mal ganz kurz fragen, wie euch solche kurzen Vlogs, wie jetzt das Ding hier, wie euch die taugen. Ob ihr da Bock drauf habt, ob ich öfter so einfach mal das Handy rausziehen soll, mal kleine Informationen für euch rausdonnern soll. Ich weiß es nicht, ob euch sowas taugt oder ob ihr das Standardmäßige, was ihr sonst immer gemacht habt, ob ihr das vielleicht besser findet. Keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Wenn ihr Bock habt, dann klickt euch jetzt rein. Wie gesagt, die Links alle in der Videobeschreibung. Schaut rein. Und ansonsten sage ich erstmal danke fürs Zuschauen. Habt eine schöne Zeit. Lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen. Euer Zwerg auf ZwergTube. Tschüssi!